Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterhoher, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Meine Ausbildungen stehen offen, wenn du noch teilnehmen willst. Gibt es gerade zu diesem Frühbucherpreis, geht Ende des Jahres los. Paar Einzeln- und Dating-Coach. Und heute reden wir aber mal wieder über die lieben Freunde. Freunde, die sich nicht melden. Freunde, die einen scheiße behandeln. Freunde, die dieses Label nicht verdient haben. Und wann fällt einem das auf, wenn man die Liebeship-Arbeit macht? Ne? Vor allen Dingen, wenn dann der toxische Ex schon abgefrühstückt ist, hat man, also da hat sich sozusagen das Bewusstsein schon erweitert. Und dann mit diesem erweiterten Bewusstsein schaut man auf seine Freundschaftsbeziehungen und stellt fest, ja, die sind einfach Rotze. Ne? Bittere Erkenntnis, aber wie gesagt, man zieht oft den gleichen Kram an in Partnerschaft und Freundschaft. Ne? Eigentlich sind es die gleichen Themen oft. Wir reden mal hier über Anno Tefkula. Lieber Christian, danke für deinen wunderbaren Content. Lernen und Wachstum mit dir machen wirklich Spaß. Nun zum Thema. Ich sitze schon länger an der Lernaufgabe, Standards in Freundschaften sich anbahnenden Freundschaften. Mit Ende der toxischen On-Off-Beziehung vor circa 1,5 Jahren trennte ich mich auch von langjährigen Freunden, die entweder kaum Zeit hatten, mich oft nur trafen, wenn ich fragte, ich kenne das so, ey, oder sich respektlos und launisch verhielten, wenn mein Anruf gerade zeitlich nicht passte. Okay, das ist auch schon, das sind so, ich kann jetzt schon sagen, es sind keine Freunde, aber egal. Alles in allem wurde ich räumlich auf Abstand gehalten, alles parallel zur Ex-Beziehung. Es sind halt die gleichen Anziehungspunkte, ne? Ist leider, muss man leider auch die gleichen Maßnahmen treffen, hilft alle nichts, ne? Einige neue, nicht kompatible Bekanntschaften weiter hatte ich aber innerhalb der letzten Jahre, zwei voneinander unabhängige, aber erstmal vielversprechende neue Bekanntschaften. Das ist super gut, dass du was Neues ausprobierst. Also aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, man muss echt prüfen, ob man nicht doch wieder das Gleiche anzieht. Also diese Anziehungspunkte sind manchmal unerbittlich, bis das Universum endlich sagt, okay, Lernaufgabe verstanden. So, ne? Ja, manchmal ist das Neue auch Mist, ne? Also das muss man schon echt sagen, leider. Außerdem habe ich ja in letzten Videos schon teilweise gesagt, ist die Zeit auch zunehmend so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass alle vor ihren Handys sitzen oder weiß ich nicht. Wir haben das ja auch auf der Liebische Party in München, Leute, gesagt, dass sie also lieber, weiß ich nicht, sich mit Fremden verabreden auf irgendeine Veranstaltung, hier über so eine Freizeit-App, als ernsthaft versuchen, Freundschaften aufzubauen, weil das eh alles, weiß nicht, weil jeder einfach so flirrig ist und sich nicht festlegen will und vielleicht ist noch was Besseres und keine Ahnung. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. Scheint auch ein bisschen ein Zeitgeist zu sein, ne? So, vielversprechende Bekanntschaften, die sich nach ein paar Monaten wie Freundinnen anfühlten. Die Gespräche waren mal witzig, mal sehr tiefgründig. Doch dann folgte die Ernüchterung bei beiden nicht miteinander verbundenen Frauen. Die Antworten bei WhatsApp beim gelegentlichen Austausch ließen Tage, teilweise eine Woche auf sich warten. Gut, also ich meine, es kann mal, also ich kann sowas gar nicht nachvollziehen. Ich habe mich schon, ich war früher eigentlich immer jemand, der in 5 Minuten zurückgeschrieben hat, weil ich sitze eh relativ oft am Handy und da hat jemand geschrieben, wie lange dauert das? 5 Sekunden. Ich merke, dass ich mich auch anfange anzupassen und auch mal am nächsten Tag zurückschreibe, weil ich denke, warum soll ich immer der Depp sein, der so schnell schreibt? Aber ich finde es eigentlich schon völlig unnötig. Aber es gibt immer noch Leute, die sofort schreiben. Die gibt es ja, ne? Und ein Tag, okay, ne? Man ist mal unterwegs. Ja, es sei denn, das jetzt wirklich, sind wirklich so Besties, aber offensichtlich ja nicht. Da würde man vielleicht schon erwarten, dass sie ein bisschen schneller zurückschreiben, aber Wochen ist einfach kein, das muss ja auch gar nicht sein, dass das irgendwas bös gemeint ist. Das ist einfach kein Drive hinter, kein Druck auf der Leitung. Kannst meiner Ansicht nach kannst du es vergessen, ne? Warum auch immer, spielt keine Rolle, ne? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so böse gemeint ist. Also jetzt erstmal auf jeden Fall nicht. Mal gucken, was noch kommt. Aber das kannst du vergessen, ne? Was mich stört, aber ich wollte auch selbst in Sachen Geduld wachsen, und sprach das Meldeverhalten mal dennoch an. Ja, das ist ja auch, sei kein People-Pleaser, ne? Weil ich glaube schon, man macht es noch das Ganze noch schlimmer. Apropos People-Pleaser-Kurs noch, ist ja gerade bis Ende Juli gerade noch vergünstigt, wenn ihr ihn holen wollt. Ich versuche es mal drunter zu verlinken. Also People-Pleaser werden noch mehr, obwohl die noch netter sind, oder kann man jetzt diskutieren, müssen wir jetzt nicht besprechen, werden die noch mehr ignoriert und weggeschoben. Also das bringt gar nichts. Jetzt auch noch versuchen, so übernett zu sein. Also von daher, alles gut, sprich's an, ne? Hm.
kann ihn einfach fragen, ne? Also, bist du immer so? Oder? Aber wenn man schon fragen muss, ist eigentlich auch schon, ist schon alles scheiße. Ne? Beide reagierten darauf positiv und eine meldet sich daraufhin, eher die andere behielt ihr Verhalten bei. Das ist leider auch meine Erfahrung. Ich weiß, man hat früher immer gelernt, in allen möglichen Fortbildungen, Ausbildungen, Studium, reden. Ich würde auch sagen, in einer stabilen Beziehung, ob das jetzt Liebesbeziehung ist, Freundschaftsbeziehung, ist Reden natürlich nach wie vor turbo wichtig. Überhaupt keine Frage. Aber gerade so in Sachen, die sowieso schon haken, nutzt Reden erstaunlich wenig, so meine Erfahrung. Ja. Weil wie gesagt, einfach, der Wille ist einfach nicht da, da kannst du nichts machen, ne? Was mich aber wirklich tiefer enttäuschte, war, dass ich zu Geburtstagen nicht eingeladen wurde. Ach, ja, es. Oder auch nicht zur casual Nachfeier einer Hochzeit in der eigenen Wohnung mit weiter entfernten Bekannten, Kollegen und nicht so engen Freunden. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, da weißt du, wo du stehst. Ich will dich jetzt nicht triggern damit, aber. Und wie gesagt, was mein volles Mitgefühl, ich kenne so als teilweise kenne ich sowas auch und es ist, wie es ist. Ne? Das ist auch gerade, wenn man einen neuen Freundeskreis sucht, also es ist furchtbar, ne? Weil das sind aber auch so Sachen, also viele Leute scheinen auch heutzutage ein Empathieproblem zu haben, also vielleicht bist du denen aus irgendwelchen Gründen einfach nicht eingefallen, aber es kommt alles aufs Gleiche raus. Wir wollen ja in unserer Arbeit mit Standards und Dealbreakern, wenn du das nicht kennst, guck mal in Modul 1, wollen wir ja uns ja eben nicht Gedanken darüber machen, warum das jemand macht, ne? Also warum du nicht mal zu den engen, zu den weit entfernten Freunden gehörst. Und ich meine, klar, man kann immer, das ist immer das Problem, du findest dann immer Entschuldigung, ja, vielleicht ist die Geburtstagsfeier, war halt nur der Kirchenchor oder ich weiß es, aber wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Und ich lese mal zwischen den Zeilen, dass ihr schon ein bisschen mehr Austausch hattet, aber es gibt Leute, die halten sich so WhatsApp-Kontakte warm. Ist ja ganz nett, mal ein bisschen im Austausch zu sein, aber du gehörst nicht zum erlesenen Kreis der Menschen, die man dann real trifft, ne? Oder zum Geburtstag eingelädt. Aber wie gesagt, auch da, ich nehme bei Menschen generell so eine gesteigerte Introvertiertheit wahr und ja, vielleicht heißt das dann auch, dass man neue Leute nicht einlädt. Ich sage ja immer, ich würde, was ich teilweise früher in Freundschaften erlebt habe, würde ich mit Fremden nicht machen, sage ich manchmal so, ne? Also das ist, was weiß ich, wenn man mal sagt, ich bin gerade in der Stadt, kann ich meine Nachbarn schlafen. Also klar, ich habe alte Freunde, bei denen ist überhaupt kein Problem, aber ja, und dann, nee, geht nicht. Riesenhaus, 500 Quadratmeter, nee, geht nicht. Ich meine, ich würde sonst wen bei mir schlafen lassen, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Kumpel sagt und von dem der Kumpel und es passt gerade. Also ich weiß nicht, also gut, wir wollen uns jetzt auch nicht zu weit treiben, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Man versteht es einfach nicht, man muss es auch nicht verstehen, so, ne? Aber andererseits, man muss den Menschen ihren Willen lassen, aber man muss sie wirklich lassen, ne? Das ist so radikale Akzeptanz. Die dürfen ja, die müssen dich nicht einladen, nur du darfst dann die Schlüsse rausziehen, ne? So, ne? Es bringt alles nichts, damit zu diskutieren, so, ne? Man kann nur feststellen, oder auch manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, man kennt sich ewig und gratuliert zum Geburtstag und hörst dann nie wieder was von, kriegst auch keinen, hey, danke. Keiner fragt sich schon, ob die Person vielleicht ist schon tot oder ich weiß. Also es ist schrecklich, aber so ist es, ne? Das kann schon echt übel sein, ja. An dieser Stelle frage ich mich, ob die Personen überhaupt offen für echte Freundschaften waren oder ob meine Standards zu streng sind. Also meine Standards sind auf jeden Fall nicht zu streng. Ja, das können wir auf jeden Fall hier feststellen. Und vielleicht passen die nicht mehr so in unsere Welt rein. Ich weiß auch nicht, wie alt du bist. Also, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Aber warum die das machen? Also, mir ist sowas extrem fremd. Und da muss ich wirklich passen. Ich kann dir das nicht erklären. Aber vielleicht können es Leute in den Kommentaren. Ich kann es wirklich, wirklich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ja. Also, wenn man sich mit jemandem nicht mehr so versteht oder so. Aber das ist ja alles nicht der Fall, ne? Aber wie gesagt, ich höre öfter, dass viele Leute sagen, das mache auch an Social Media liegen, ich habe eigentlich keine Kapazität für neue Freunde. So, ne? Das höre ich, ist eigentlich schade, ne? Aber vielleicht ist das so ein Fall. Und man, du kannst jetzt auch nochmal versuchen, das Gespräch zu suchen. Also ich würde das auf gar keinen Fall weitermachen. Also entweder du sagst dir jetzt, sorry, das wozu ich glaube ich neigen würde, aber ich bin auch zu hart. Also vielleicht würde ich sagen, komm ey Leute, das habe ich keinen Bock drauf. Oder an dem Punkt, wo du zu wirklich, wenn du das Gefühl hast, hey, wir wären befreundet und du wirst aber zu
größeren Feiern nicht eingeladen, musst du das thematisieren, da kommst du nicht drum rum. Ne? Aber mach dich schon mal aufgefasst, das ist nicht, da wird nicht viel bei rauskommen, aber dann hast du vielleicht wenigstens deinen Seelenfrieden so, ne? Sollte die Entwicklung bei Freundschaften nicht ähnlich wie beim Dating konstant sein und der Wille da sein, Menschen nach ein paar Monaten mehr und mehr ins Leben zu integrieren? Ja, es ist zu bestrichtig, ich will das überhaupt vorzuleben. Also, es, natürlich sollte das so sein. Wie gesagt, es, ich kenne das auch. Also, Aline hatte auch so Freundinnen früher oder so, die haben sich fast nie getroffen, die haben immer nur geschrieben, so, ne? Obwohl, aber auf den Geburtstagen haben die sich schon eingeladen. Also, nee, ich kann es dir. Ich würde es dir gerne erklären, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, wie man dazu kommt. Natürlich kann man irgendwo, kann man sagen, du, ich habe schon so viel Rambazamba, ich chatte lieber mal mit dir, aber trotzdem wird man sich ja dann einmal im Jahr einladen oder zwei, dreimal zu solchen Feiern eben, dafür sind sie ja da. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde es auch als sehr verletzt erleben, ja. Mich verletzte es sehr, dass die neue Freundschaft offenbar doch keinen ähnlichen Stellenwert für beide hatte und ich zog mich zurück. Würde mich total freuen, deine professionelle Meinung zu dem Thema zu hören. Ich hätte es genauso gemacht, sag ich jetzt auch ganz unprofessionell als Mensch. Und ganz ehrlich, ich wüsste keine andere Lösung, außer nochmal ein blödes Gespräch suchen, wie gesagt. Man sollte sich selbst der beste Freund sein und wirklich lernen, allein sein zu genießen, weil es scheint nicht gerade so die Zeit für neue Freundschaften zu sein, was ich so höre, aber es sei denn, wie gesagt, man ist, aber selbst da, man schreibt mir gerne mal, wenn ihr studiert oder in Kontexten sein, wo früher halt viele Freundschaften geschlossen wurden, es ist schwieriger heutzutage, vielleicht könnt ihr was schreiben dazu, würde mich echt interessieren. Macht die Frage in Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.